Liebe Nominierte, liebe Gäste des Innovationspreises. Als langjähriger Partner des Innovationspreises freue ich mich, dass wir jetzt eine Innovation auszeichnen, die hier in Brandenburg, genauer gesagt am Medienstandort Babelsberg, entstanden ist. Für uns als Förderbank des Landes Brandenburg sind Innovationen besonders wichtig. Sie bringen einen Wirtschaftsstandort voran, machen ihn wettbewerbsfähig und schaffen Arbeitsplätze. All das fördert die ILB in Brandenburg und bietet maßgeschneidert dafür Programme an. Ein kleiner Hinweis am Rande, wenn Sie sich näher dafür interessieren, auf dem virtuellen Marktplatz steht Ihnen unser Förderberater Thilo Hönisch für Fragen im Chat zur Verfügung. Von der Innovationsförderung der ILB hat auch unser heutiger Preisträger profitiert. Wir durften diese Innovation begleiten und dabei miterleben, wie zukunftsweisende Medientechnologie entsteht. Gerade in den letzten Corona-Monaten spüren wir ja alle, wie Medientechnologien unser Leben und Arbeiten immer mehr beeinflussen und auch bereichern können. Auch unsere Gewinner-Innovation ist eine enorme Bereicherung für viele Wirtschaftszweige. Sie revolutioniert die Produktionsprozesse im Bereich der Medienproduktion und spart dabei auch noch Kosten. Ich bin stolz, dass wir mit Volocap einen Preisträger aus Brandenburg haben, der gemeinsam mit namhaften Partnern aus Berlin und Brandenburg und auch dem Rest der Republik, beispielsweise dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut, dem Studio Babelsberg, ARI München, das erste volumetrische Studio in Deutschland aufgebaut hat. Volocap macht aus den Fantastischen Vier die VR-Fantas, aus dem Basketballer Josh Mayo einen dreidimensionalen Trainer, der uns endlich die richtige Technik für Drei-Punkte-Würfe beibringt. Die Technologie findet aber auch Einzug bei industriellen Anwendungen und in der Medizin. Sie ist schon heute ein Wettbewerbsvorteil für die Studios hier in Babelsberg, um große internationale Film- und Streaming-Produktionen an den Standort zu holen. Jetzt habe ich lange genug drum herum geredet. Lassen Sie uns zunächst den Gewinnerfilm anschauen. Animierte Filme, Videospiele und Virtual Reality werden immer beliebter. Dafür werden oftmals 3D-animierte Menschen benötigt. Dabei ist die Darstellung von möglichst menschlichen Bewegungsabläufen, Mimik und Gestik gar nicht so einfach. Bisher bedient man sich dem sogenannten Motion-Capture-Verfahren. Bei diesem trägt ein Schauspieler einen speziellen Anzug, der mit Hilfe von Sensoren die Bewegungen erfasst. Mit diesen Informationen wird ein 3D-Modell erstellt, bei dem in der Nachbearbeitung Gestik, Mimik und Kleidung hinzugefügt werden. Dies ist sehr aufwendig und damit auch teuer. Die Firma Volocap hat ein neuartiges Verfahren entwickelt, das Zeit und Kosten spart. Wir sind hier im allerersten volumetrischen Filmstudio aus Deutschland und verfügen über ein einzigartiges Kamera- und Lichtsystem. Das heißt, wir können hier Menschen aus über 32 Perspektiven gleichzeitig erfassen und damit eine 3D-Rekonstruktion herstellen, sodass ich diese Aufnahme im Nachhinein beliebig platzieren kann im Raum oder halt auch in einer VR-Brille oder in Mixed Reality. Der große Vorteil an diesem Verfahren ist, dass es halt komplett authentisch ist. Das heißt, meine ganzen Falten, meine ganzen Ausdrücke, meine Kleidung, wie sie fällt, wird alles eins zu eins, wie bei einer richtigen Kamera, aufgenommen und so wiedergegeben. Das heißt, ich brauche kein Motion Capture oder Verfahren, wo ich dann Kleidung simulieren muss, was immer zu einer künstlichen Darstellung führt und damit dann nachher zu solchen computeranimierten Spielefiguren führt, sondern bei uns wird die komplette Authentizität erhalten und es ist das einzige Verfahren, mit dem das möglich ist. Das ist das Besondere, dass wir hier am Standort jetzt in der Lage sind, kostengünstiger, schnellere Alternativen zu bieten, gerade auch für Kreative, die sich nicht mit diesen ganzen Techniksachen beschäftigen wollen, sondern einfach einen Schauspieler hier reinbringen wollen. Also so wie ich jetzt hier bin, ich könnte da reingehen, kann mich einfach aufnehmen und habe mich dann als 3D-Figur in der Aufnahme und kann mich überall einsetzen. Und das ist der enorme Vorteil und die Revolution hinter der Technologie. Jetzt möchte ich unserem Preisträger endlich gratulieren. An Sven Bliedung und das ganze Team von Volocap, ihr habt es geschafft, ihr habt gewonnen. Ich und die ganze ILB beglückwünschen euch zu dieser tollen und hochverdienten Auszeichnung. Ihr zeigt, dass Babelsberg zwar ein Ort der Tradition und Nostalgie in Sachen Film ist, aber
Es entstehen dort eben auch zukunftsweisende Technologien wie euer volumetrisches Studio. Herzlichen Glückwunsch!